Da stand er, wie der Einlasser vor der Disco. Was? Fremder auf meinem Grundstück? Ich konnte die Hitze des Gefechts förmlich spüren. Nummer 5, der Ninja. Sah ich plötzlich jemanden auf der Wiese. Er schien zu tanzen. Nummer 9, der Pferdeflüsterer. Moin moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem, naja, Special Video. Warum Special? Das ist schnell erklärt. Es handelt sich hierbei um Videoausschnitte aus meinen ersten Quickplay-Runden, kurz nach Release von Hunt Showdown. Davor hatte ich etwa bis Rang 83 gespielt und dann eine ganze Weile nicht mehr. Daher kann man schon fast von einem echten Neustart sprechen. Bei den Ausschnitten handelt es sich jeweils um einen Kill pro Runde. Meist hatte ich am Anfang eh nur einen und bin danach selber verreckt. Aber auch diese Kills waren zum Teil lustig, spannend und manch einer echt nice. Warum dann nur Ausschnitte? Ganz einfach, die einzelnen Videos wären im Ganzen zu lang und am Ende auch zu langweilig. Es wäre aber schade, die kleinen Erfolge wegzuwerfen und nicht zu feiern oder zumindest nicht zu würdigen. Man sollte sich auch mal an kleinen Dingen im Leben erfreuen, also ich hoffe, ihr schätzt die kleinen Dinge auch so wie ich und falls ja, dann lasst mir gern ein Like da oder ein Abo oder einen Kommentar oder alles zusammen. So, nun aber los. Okay, jemand hat die Quelle näher Lawson Station gefunden. Und wie ich noch so überlege, wie ich weiter vorgehen werde, höre ich, wie jemand quietschvergnügt hinter mir angerannt kommt. Ich wollte zuerst das Scope nutzen, aber in Anbetracht meiner damaligen Schießkünste entschied ich mich da für die Machete. Der Plan ging auf und die Arme lag da nieder. Im Dreck. Kommen wir nun zum nächsten Experten. Als ich so am Scannen war, höre ich, wie jemand draußen Kleinholz macht und dann wie Blöde meine Bude rammelt. Da lasse ich mich nicht lumpen, dachte ich mir, und guck mal, wo Brody steckt. Aha, da vorne. Also Angriff und dabei noch schön in die Glasscherben gelatscht. Leise geht anders. Aber er hat's halt gar nicht gerafft. Nummer 3 war eine ganz hinterhältige Ratte. Als ich mich mit der Fliegenpitch geprügelt habe, schoss dieser linke Hund auf mich. Also erstmal abhauen, Wunden lecken und die Lage neu checken. Das elendige Geschmeiß war hartnäckig. Flucht lautete der Plan der Stunde. Unser Held schoss sich mittlerweile draußen noch etwas warm. Und ich war auf der Jagd nach einem Medipack. Da war es ja, so nah und doch so weit. Also schlich ich mich katzengleich hin und nahm es dankbar auf. Mittlerweile hatte DJ Bobo die Quelle gefunden, aber das juckte mich momentan recht wenig. Ich wollte Rache. Ich wollte den Hu-Sohn draußen tot sehen. Da stand er, wie der Einlasser vor der Disco. Keiner kommt an mir vorbei, dachte er sich bestimmt. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Innerlich schäumte er vor Wut. Was? Fremder auf meinem Grundstück? Den mach ich kalt. Mir war's zu dumm, also kurzerhand den Säbel gezückt und auf in den Kampf. Ich konnte die Hitze des Gefechts förmlich spüren. Sorry, Sohn. Die Aufnahmeprüfung bei den Avengers hast du leider nicht bestanden. Nummer 4. Ich nenne ihn auch den hoffnungslosen Blindfisch. Er hockt miesepetrig in seiner Ecke und schafft es noch nicht mal, mir in den Kopf zu schießen.
Jetzt brach die Panik in ihm aus. Ich verstand nicht, was er dort veranstaltete. Ein kleiner Kratzer hätte mich getötet, aber er dreht komplett durch. Nummer 5, der Ninja. Auf dem Weg zum Riss war ich wie immer nicht gerade leise. Enten, Fliegenschlampe, egal, ich wollte meinen Riss. Das lockte allerdings unliebsame Gäste an. Doch mir war das Gehör eines Regenwurms und die Augen eines Maulwurfs in der Sonne geschenkt. Daher war ich in der Lage, den Ninja zu erspähen. Und wie es echte Ninjas machen, sie verschießen tödliche Pfeile. Aber am Ende siegte der Last Samurai. Mit der Pistole. Nummer 6, der Crashtest-Dummy. Dieser Sportsfreund war komplett mit dem Kopf gegen die Wand gefahren und hatte dabei beide Ohren verloren. Aber schauen wir es uns an. Er kam von links gerannt. Und es schien mir, als ob er auch mich gehört hätte, wie ich so durch meinen Schlamm schlich. Jedenfalls war erstmal Ruhe. Ich kürze hier mal an dieser Stelle etwas ab. Also leise war ich ja nun wirklich nicht gerade. Für den aufmerksamen Zuhörer sind die Steps, die man beim Schleichen macht, recht gut zu hören. Mir wurde es jedenfalls langsam zu langweilig. Überall wurde geschossen, war Action und ich hockte hier in meinem Dreck. Also dann lasst uns doch mal nachsehen. Da, Schritte im Schlamm. Er war noch da und zwar genau dort, wo ich ihn vermutet hatte. Das hätte jetzt auch schief gehen können. Er hätte praktisch schon mit der Waffe im Anschlag nur darauf warten können, dass ich da um die Ecke schleiche. So etwas sollte man eigentlich vermeiden. Jetzt kommt wieder Leben in die Bude. Er kommt. Ja, bist närrisch, Sohn. Wo schaust du denn hin, bitteschön? Wie ich sagte, beide Ohren verloren. Nummer 7. Der Herr im Haus. Er kam an wie ein Stier. Ich war eindeutig unerwünscht und er wollte mich auch nicht höflich bitten zu gehen. Nein, er wollte mich selber raustragen. Denn er war der Herr im Haus. Der Herr. Dachte er jedenfalls. Doch die
Hausfrau gab ihm eins mit der groben Kelle. Nummer 8. Der Tänzer. Als ich so vom Schlachthaus meine Wege Richtung Devon Ranch rannte, sah ich plötzlich jemanden auf der Wiese. Er schien zu tanzen. Ich beschloss, ihn zu erschießen, denn ich hasse Tänzer. Und so geschah es. Jetzt zuckt kein Bein mehr. Nummer 9. Der Pferdeflüsterer. Zu ihm gibt es nicht viel zu sagen. Nur so viel. Pferde konnte er zum Flüstern bringen. Aber sein Leben hat das auch nicht gerettet. Nummer 10. Der Konkurrent. Als ich mich dem Objekt meiner Begierde nahte, vernahm ich unerwünschte Klänge. Ein Widersacher warb in der Nähe und der Riss wurde rebellisch und rumorte. Doch dann zeigte er seine hässliche Fratze und ich tat, was ich tun musste. Aber er warf grünes Zeugs aus der Hölle nach mir und seine Geliebte, die dreimal verfluchte Fliegenschlampe, eilte ihm zu Hilfe. Aber das Gute obsiegte am Ende. Naja, nicht wirklich. Die Fliegen haben mich dann doch noch gekillt.